Im kulturellen Dialog prägen wir unsere Werte und Geschichtsverständnis, verhandeln, wie wir globalen Problemen menschlich begegnen. Ob das in einem Film oder in einem Comic passiert, literarisch oder musikalisch, ist egal. Der Zugang für alle ist entscheidend. Kultur für alle kostet, doch Unkultur kostet uns alle mehr. Der Kommissionspräsident Juncker hat heute Morgen im Parlament berührende und deutliche Worte gegenüber der verfehlten Flüchtlingspolitik gefunden. Gut gebrüllt, meinen wir. Doch was sind nun eigentlich die mutigen Konsequenzen? Das Festhalten an einer kleingeistigen Wettbewerbsideologie, eine fragwürdige Privatisierung von Investitionen, wie mit dem Investitionsprogramm von Herrn Juncker? Nein, soziale Ungleichheiten sind oftmals ein Nährboden für die Ablehnung europäischer Lösungen, im schlimmsten Fall für Rassismus. Gute Vorhaben für Beschäftigungs- und Regionalpolitik, für soziale und kulturelle Integration oder für Verbraucher- und Datenschutz bleiben in Ihrem Programm am Ende lediglich Reparaturprogramme. Hetze, Populismus und gefälschte Nachrichten in sozialen Medien nehmen zu. Fake News zielen darauf ab, Wahlen zu beeinflussen, Länder und Organisationen und damit letztlich die Demokratie zu destabilisieren. Andererseits entsteht derzeit im Kampf dagegen eine wahre Regulierungswut, die immer absurdere Vorschläge produziert. Von Klarnamenpflicht im Netz bis hin zu Netzsperren. Eines bleibt Fakt. Die Ursachen von Rassismus, Populismus und seinen Informationslügen, Hassregen und Social Bots liegen nicht im Internet, sondern in der Gesellschaft. Es ist das gesellschaftliche Klima, das wir verändern müssen. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD werden Uploadfilter als unverhältnismäßig eingestuft. Das ist richtig. Aber hier in Brüssel setzt sich die Bundesregierung dafür ein. Zu Hause dagegen, hier dafür, das fördert eher EU-Skepsis und Politikverdrossenheit. Letzte Woche war ich in Israel. Die Eskalation in und um Gaza wird genau wie die Siedlungspolitik auch innerhalb der Israels kritisch gesehen. Erdogans Dekret 696 läutete die Totenglocke für eine rechtsstaatliche Aufarbeitung des Putschversuches 2016 ein. Lynchjustiz ist inzwischen erwünscht, während friedlicher Protest, politische Opposition und kritischer Journalismus in den Knast wandern. Die Existenz vieler Lehrer und Wissenschaftler ist zerstört. Zehntausende wurden in den Häusern in Cizre und Diyarbakir vertrieben, lange vor dem Ausnahmezustand. Und nun sitzen die vermeintlichen Terroristen, von denen sich Erdogan bedroht fühlt, auch in Syrien und Afrin. Ich frage, wo bleibt die klare Ächtung dieses völkerrechtlichen Angriffs durch die EU, durch die NATO-Partner, ja und auch durch Russland? Wir fordern jetzt die Neuausrichtung der EU-Beziehungen zur Türkei. Und es geht endlich um eine offensive Unterstützung der türkischen Zivilgesellschaft. Herr Weber, wer fast die halbe Türkei durch einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen im Regen stehen lässt, handelt im besten Falle naiv oder verantwortungslos. Bei der Zollunion, wo es um wirtschaftliche Interessen geht, redet übrigens niemand von Abbruch. Aber ich habe gesehen und erlebt, dass sich Kurdinnen und Kurden alleingelassen fühlen, weil die Europäische Union schweigt. Wenn man dort bei Menschenrechtsorganisationen ist, bei Anwälten, in Frauenorganisationen oder anderen NGOs, so kommt man als Politiker hin und als Mensch wieder heraus. So, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus meiner Arbeit in meiner ersten Legislaturperiode hier im Europäischen Parlament. Ich würde diese Arbeit sehr gerne ein zweites Mal fortsetzen. Deshalb kandidiere ich und bitte um eure Unterstützung.